Aber vom Energieverbrauch her ist die ganze Sache immer noch nicht so ganz perfekt. As Janet, Juris. Aha. Oh, verdammt. Die kaputt. Dankeschön. Da schießt noch wer mit. Wieder die Kopfgeldjäger. Dankeschön für die Hilfe. So. Weiter geht's zum Ziel. 2. So, passt. Okay. Ich möchte hier nicht in ein bestimmtes System hin. War ich schon in Omikron Beta? Ich glaube schon. Ja, war ich. In Omikron Beta. Pathfinder, ja, okay, habe ich schon hier. Was ist Ruiz Hoshumaru? Pathfinder, okay. Hab ich schon alles in Planet Elysium. Ach, sieh an, Elysium. Ein unwahrscheinlich dichter Planet, der vor einer unbekannten Katastrophe möglicherweise der Kern eines größeren Gasriesen war. Oh. Während man in ersten Analysen von nutzbaren Ressourcen ausging, erwies sich später eine weitere Entwicklung als unrentabel aufgrund der nicht vorhandenen Atmosphäre und der notwendigen Energie, um der Anziehungskraft des Planeten zu entkommen. Gelände Ödland, ja, Temperatur minus 100 bis minus 6 Grad, Fluchtgeschwindigkeit, oh. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Mikron Beta. Mikron Theta. Und hier müsste ja gleich noch irgendwo so ein unbekanntes Ding sein. Genau, da ist es. Unbekannte Sprungloch. Dann halt eben doch. Okay, bin nah genug dran. Huch, da. Ausgestoßen, den Jäger. Okay. Alpha. Achso. Ja, okay. Und. Ui. Oh, normalen Jäger. Hoppla. Also, wir sind hier wieder im normalen Gebiet. Dies ist das zweite und letzte unbekannte Gebiet, sei schon fast. Das letzte unbekannte System, welches keinen Namen hat. Statt dass wir es auch einfach Omikron Omega nennen können oder so. Aber man muss sich gleich mal anschauen, wie das hier aussieht. Aber den normalen halten wir im Moment gut stand. So, nee, schaut euch das mal bitte an. Hier sind zwei solcher Ringe um eine Sonne, die keinen Namen trägt. Die ist einfach nur da. Und dahinter hier überall dieses... Naja, mich würde gerne mal interessieren, wie es von außen aussieht. Vor allem hier hinten, da ist... eine weiße Linie. Hm. Und was ist da? Da hinten ist noch irgendwie wieder was. In diesem System war ich schon mal privat. Als ich mal so gespielt habe. Ansonsten, es sieht so aus, wenn man da hinfliegt, dass man da irgendwann in diese Wolke kommt. Und so sieht es aus, als wäre es hier um diese Sonne. Ich weiß nicht, vielleicht ist das im Discovery Mod eine Supernova oder so. Jetzt würde ich hier irgendwie was zur Seite. So ein
ich weiß nicht, so ein ringförmig, aber nicht kugelförmig, so eine Eruption von der Sonne durch, als sie zur Supernova wurde, halt dieses Loch in die, ach ich weiß nicht, in die Wolke geschnitten. Ich sag ja, irgendwie wilde Gedanken über irgendwelchen Blödsinn, den es so eh nicht gibt. Na, dann hätten wir wieder mal wieder. Los geht's. Jawoll. Und weg. Das geht im Moment ja ganz gut hier. Jawoll. Und der letzte auch noch. Aber ansonsten muss ich tatsächlich sagen, in diesem System, bis auf die sehr interessant. Nur mal eine Energiekanone. Das ist die Waffe. Warte. Nur mal eine Energiekanone. Hier. Energieverbrauch 0. Rumpfschaden, Schildschaden, okay. Aber die kann man zum Beispiel statt mal der hier nehmen. Statt der Iron Hammer, die. Warte mal, die hier auch noch. Thor's Hammer und Iron Hammer. Die beiden kann man mal gegen diese Nomaden-Energiekanonen austauschen. Weil die noch ein Ticken besser ist. Und gar keinen Dingen verbraucht. Und ich habe 2 Svetamin. Okay, ui, das war, haben gerade mehrere getroffen. Okay. Und hier noch. Vor allem mit Nomaden-Energiekanonen dann zurück nach Manhattan. Mal sehen, was die zu der außerirdischen Technologie sagen, die sie ja vorher erst verbannt haben. Ach komm schon. Da muss noch eine fallen lassen. Ist doch nur mal eine Energiekanone. Okay, ich kann zurück. Ich habe dann jetzt 2 Energiekanonen. Wenn ich mich recht entsinne, nur mal eine Energie. 3 sogar. Die kann man bestimmt gut verkaufen. Fällt mir dabei so ein. Hier, da, guck mal ein. Nichts weiter Interessantes. Außer. Warte mal, Temperatur 5000. Aha. Masse, ja, okay. G2, Frau, naja. Ist jetzt nicht weiter interessant. Wenn man hier näher ranzoomt. Okay, da sind nochmal Nummern. Ich schieße nochmal so ein paar ab. Einfach nur, damit man so ein bisschen die, die Energiekanonen verkaufen kann. Hey, dann halt eben den. Nix. Da die hier jetzt noch auch nicht in 16er Gruppen kommen oder so, ist das alles in Ordnung. Nur in 4er Gruppen. Ah, Energieblaster, sehr schön. Ich kann halt gerade nicht schauen, wie viel die wert sind. Das ist das Doofe. Und ich würde die lieben gern noch ein paar davon kriegen, um die gut zu verkaufen. Weil die bestimmt eine Unmenge an Geld geben. Hier, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3. Ach, Energieblaster gibt's auch noch. Die ist dann noch ein Ticken schneller. Aber hat weniger Schaden, okay. Ich weiß nicht, wie gut, wie viel die Schussrate da mehr macht. Na, muss man mal schauen, muss man mal schauen. Nicht identifizierter normalen Energiestrahler und nicht identifizierte. Ach, egal. Nochmal 4 normalen Jäger. Was machen die hier eigentlich noch? Die haben doch. Die können doch eigentlich gar nichts mehr groß machen. Deren Besitzer sind weg und die streifen hier nur noch umher. Aber ich meine, was wollen die hier? Hier gibt's nichts zu bewachen. Und
Und so langsam sind auch Schild und Rumpf ein bisschen angegriffen. Gut, Schild hätte ich jetzt nicht machen müssen, aber naja. Und ich glaube, diesmal gab es nichts. Mann, Energieblaster und drei Kanonen. Und zwei Spetterminen. Und ein bisschen hier und da. Hornet, Reiseflug und Brecher, Lancer-Rakete. Schon vorher. Ja, okay, dann würde ich sagen, fliegen wir erstmal zurück zur nächstgelegenen Station. Basis Malta können wir Planet Malta können wir leider nicht drauf. Tau 37 würde ich dann ganz gerne einmal besuchen. Und da zum Freihafen 10. Das kann man machen. Oder Omikron Beta. Nee. Ich will noch ein paar andere Systeme entdecken. Fliegen wir nach Tau 37, Freihafen 10. Das wird schon klappen. Ausgestoßenen Jäger. Schauen wir doch mal. Was haben die hier? Bieten die hier was? Nö. Nee, verdammt. Verdammt, 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 komm. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt die Battle-Musik? Die Kampfmusik. So, aber nun. Nomaden, Eskorte 1. Nomaden, Eskorte. Weiß ich nicht. 4. Ich glaube, ich nehme tatsächlich ein paar von den normalen Dingern, weil die doch deutlich in, den Energieverbrauch zeigen. Ja, aufmerksam. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Eskorte 2. So, weg mit dir. Soll ich mal kurz schauen. Hier gibt es einige Ausgestoßenen. Die meisten haben keine Loot. Außer 2, 3, 4. 4 haben. 4 Jäger hier haben Bewaffnung. Nicht. Da ist noch einer. Der hat auch nichts. War doch eben einer. Da ist einer. Der hat noch. Der hat noch. Hier gab es auch nichts. Der hat noch was. Oh, Nomadenjäger. Der hat was. Haha. Sie haben Stufe 34 erreicht. Okay. Okay, okay, okay. Eskorte 3. Dann scheint es tatsächlich Eskorte 4 zu sein, die immer hier leer hat. Eskorte 1. So, weiter geht's. Den habe ich schon angeschossen, möchte ich aber trotzdem einmal fertig machen. Ui. Den haben wir komplett zerstört. Ja, okay, dann warte mal. Dann frühstücken wir die alle mal ab. Ah, guck mal, der lässt sich nicht zerstören. Das war dann wohl der, der was dabei hatte. Der lässt sich wiederum auch nicht zerstören. Warte mal, ich hole mir ein bisschen mehr eine Waffenenergie raus. Nee. Also, das ist der. Okay, da hinten. Da sind nochmal Waffen. Die haben Stufe 35 erreicht. Du meine Güte. Jetzt geht's aber los hier. Vor allem, was müssen die Werfen wert sein? Die nächsten Stufen kosten doch bald 300.000 oder sowas.